what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, 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 bell. Hey Leute und willkommen zu Türchen Nummer 2 vom Adventskalender. Heute habe ich den lieben Luan mit dabei. Hi. Hi. Wir starten rein in die Prognose. Greuther führt gegen Bochum. Ich bin gespannt, was das wird. Und danach geht's wieder in die mysteriöse Challenge. Mal schauen, was es heute ist. Wird auf jeden Fall verrückt. So Leute, und damit starten wir rein in die Prognose. Ich darf mal wieder mit Greuther führt spielen. Ja, wie in der Karriere. Mal gucken, wann da wieder eine Folge kommt. Bin ich auch gespannt. Das ist immer dieser Stress. Ich glaube, du nimmst mich nicht so hart. Das weiß ich nicht. Also der Luan hat gerade gesagt, dass er auf Legende spielst du auch manchmal. Also von daher... Kommt halt aufs Team an. Ja, von daher weiß ich nicht, ob das jetzt so einfach wird. Oh, schade. Oh, Schiri, was war das denn, Alter? Ich wurde ja komplett niedergerissen. Oh, jetzt gibt's den Konter, Bochum kommt. Das ist gar nicht geil. Oh, fast ein Elfmeter noch verursacht. Scheiße. Oh. Das war knapp. So, jetzt. Ey, nein, 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 nein. Seguin alleine geht aufs Tor zu und da muss ich den Sweaty Move machen. Das tut mir leid. Aber das musste sein. 1:0 durch Nielsen. Oh Mann. Ja, da war Seguin zu gut durch. Also ich bin ja quasi alleine aufs Tor zugegangen. Ich kann leider nicht so gut schießen. Also sonst hätte ich auch geschossen, aber. Mir war eigentlich klar, dass wenn ich schieße, dann werde ich ihn wahrscheinlich verkacken. Deswegen habe ich gedacht, komm, musste eigentlich... Ich mache auch immer den Move. Ja. Naja, ich finde, manche finden den Sweaty, finden manche ja richtig kacke. Was ich aber nicht verstehe manchmal. Oh, war das knapp. Das war eine richtig gute Chance. Nein. Mann. Aber ich verstehe manchmal nicht, warum das die Leute nicht so feiern mit dem Sweaten, weil in echt mache ich es doch auch. Also in echt spiel ich doch auch den Querpass und schieß nicht einfach drauf wie so ein Idiot. Ja. Oh, da gibt's schon die nächste Chance. Oh! Nein! Nein, 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 Scheiße. Oh, Alter, das war so knapp. Mann, Caterduell hat ja so lange gebraucht, bis er da den Schuss gemacht hat. Hier in FIFA ist alles so hektisch, so ultra. Aber oh! Hrgota! Nein, dieser Pass. Ich bin nicht so raus, Alter. 2:0, Branimir Gota. Das war nicht schlecht. Oh Mann. Der Schuss, der war volle Kanne im Winkel. Das ist auch übrigens wieder so ein ultra geiler Ball, den ich da ausgewählt habe. Ups. Vergessen es umzustellen. Oh, jetzt wird's richtig kritisch. Oh, da komme ich nicht mehr ran. Oh, so krank, Alter. Ja, es hat plötzlich auch bei mir geleckt. Ich weiß nicht, was das gerade war. Torwart war aber auch noch dran. Also richtig starke Paraden hier schon von Burchard. Ey. Warum leckt es jetzt so? Keine Ahnung. Halbzeit 2:0. Ja, ist nicht einfach. Ja, du spielst. Aber ich hatte ein bisschen, ich hatte ein bisschen Glück und habe dann... Ich führe schon 2:0, das ist eigentlich ganz geil. Ja. Ich weiß nicht, nein, wohin. Nein, nein. Oh. Oh, das war geiler Pass. Ah, scheiße. Der in die Mitte. Der in die Mitte war aber nicht mehr so geil. So, Freistoß, Leute. Freistoß. Oh, der war voll gut. Oh, lol. So Glück. Da ist viel Platz. Julian Green kann stören, aber der Ball ist immer noch... beim Luan. Oh, oh, was war das? Oh nein. Alter, ich bin so dumm. Ja. 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 Junge, was sind das eigentlich für Schüsse? Können nicht schießen. Ah, rot. Oh, fuck, gelb, ja. Nein. Da fliegt er. Auf Wiedersehen. Oh, nein. Das ist ein Scheiß. Jetzt. Caterduell! Scheiße, war das knapp. Mann, ich bin jetzt in Überzahl. Jetzt muss noch mal was gehen hier. Jetzt komm.
Guter Alter! Nochmal rot, Notbremse, oder? Rotbremse wahrscheinlich. Zweite rote Karte, da fliegt der nächste. Lol, Gott. Was ist jetzt los? Ja, war eine Notbremse. Ey, ich bin so dumm. Zweite rote Karte, jetzt noch ein geiler Freistoß. Ich kann auf halt. Prinzip einfach. Spaß. Egal. Lol. Mein Spieler hätte sowas von gar nichts gebracht. Ja, ich hab's gesehen. Ah, Mann, der war richtig gut, der Freistoß. Oh. Ja, der Abwehrspieler. Das ist jetzt gar nicht geil. Komisch. Oh, Scheiße. Nein, mit zwei roten Karten. Was ist das für ein Betrug eigentlich? Mann! Der hält dein Torwart auch mal gut. Pfeif doch auf! Nein! Scheiß doch! Mit zwei Roten. 2-1. Es wurde nochmal knapp, obwohl du zwei rote Karten bekommen hast. Also du hast trotzdem nochmal richtig Gas gegeben, nicht schlecht gemacht. Ja, erstes Spiel konnte ich gewinnen. Das ist unsere Prognose für Spiel Fürth gegen Bochum. Ich denke sogar, dass das realistisch ist. Fürs echte Game könnte sein. So Leute, und damit starten wir in die Challenge rein. Wir gehen in die Zufallsmatches. Ich bin gespannt, welches Team du bekommst. Du darfst anfangen zu scrollen. Hier online darf man ja nicht auf Zufall drücken. Ich weiß nicht warum. Bist du schon soweit? Machst du? Ja. Alles klar, dann sage ich Stopp. Spanien. Oh, das ist halt echt gut eigentlich. Okay, dann unten nochmal. Let's go. Und stopp. Celta Vigo, 4 Sterne. Das ist so eine Verarsche. Was? Das ist diese Aspas. Achso, ja. So. Keine Ahnung. Okay, dann darfst du. Okay, bist du schon? Ja, ja, ich mach schon. Stopp. Nice. Oh. Rest der Welt. Okay, weiter geht's. Ja. Stopp. Dynamo Kiew, also das geht voll, das geht. Also ohne Spaß, ich hab gedacht, jetzt kommt so ein richtiger Ranzverein. Also Dynamo Kiew, das geht auf jeden Fall fit. Und dann gehen wir rein. Hier stellen wir sowieso nichts um, hier kenne ich mich auch nicht aus. Also so Leute, und damit starten wir in unsere Challenge. Das ist die, ja, Distance Challenge kann man schon fast nennen. Allerdings spielen wir da jetzt keine Distance Challenge, sondern spielen das online. Wir dürfen nur Tore außerhalb des Strafraums erzielen. Gibt sogar mit Videobeweis danach, ne? Wenn wir innerhalb erzielen, dann müssen wir ein Eigentor machen. Fängt ja schon mal gut an, Alter. Was? 1-0 und er zählt absolut. Der war außerhalb. Da ist er doch, der Aspas. Über den haben wir gerade geredet. Ja, auf jeden Fall, wenn wir innerhalb ein Tor erzielen, dann müssen wir ein Eigentor machen. Und die von außerhalb, die zählen halt. Ja, ist super. Das war, glaube ich, nicht in der... Ich weiß es nicht, er hätte Videobeweis gegeben. Das war Ils Knabe. Oh. Das juckt alles im Strafraum. LOL. Nice. Ja. So ein guter Schuss. Junge, der ist auch ultra schnell. Ja, jetzt und innerhalb. Nein. Deswegen gehe ich wieder raus. Das ist halt schon kacke. Weil dann ist meine Mannschaft voll sortiert da hinten. Boah. Ey, hier wird einer nach dem anderen auf mein Tor geballert. Das ist richtig crazy. Hast du. Halbzeit. Immerhin in die Halbzeit habe ich mich mit nur einem Tor retten können. Also, ich war nicht so geil bisher. Ich komme da nicht so richtig durch. Aber wir ändern das jetzt. Jetzt sofort. Ich werde 8 Tore schießen. Mindestens. Jetzt 2-0. Der war innerhalb, glaube ich. Oh, aber der Torwart hat... Ich glaube, der war als übelst knapp. Ja, der Torwart... Viele Ecken hatte ich schon. Viele. Jetzt komm, Konter... Ja, eieiei. Uiuiui. Uiuiui, scheiße. Wenn er den wieder spielt, ne? Ich bin über eine Sekunde zu spät, so wie hier jetzt. Oh. Nein. Jetzt musst du ich. Nein! Ja! Der zählt, glaube ich, oder? Der war. Ich denke schon, dass ja, der er. War,
der war ja, ganz 1 klar. zu 1, yes. Jawoll. Da ist es. Warum hole ich eigentlich meinen Keeper raus? Das hat gar keinen Sinn. Ja, das dachte ich mir auch. Gucken wir nochmal, aber der war schon, ja, deutlich. Ja, der war mit. Deutlich außerhalb. Deutlicher. Und das ist. Die Analyse. Ganz deutlich. Ja, es ist auch richtig nice, dass du hier nicht das 2-0 gemacht hast, weil so kann ich hier wieder ausgleichen. Oh, schön von. Ey, rot. Nee, das war gelb. Aber es war schon mies. Es war schon mies, aber. Was? Er gibt Rot? Das verstehe ich jetzt nicht. Na, ich zeig den Schiedsrichter an. Nein. Scheiße. Der Schuss war schön. Ja, der war echt gut. 2-1. Das muss man ihm lassen. Das muss man dir lassen. Der war schon echt lecker. Aber das finde ich gar nicht geil jetzt. Mann, bei mir läuft's. Diese Challenge ist nicht so meins. Alter. Und dann habe ich mich jetzt so gefreut, dass ich eine 1-1 gemacht habe. Und dann machst du so ein Ding. Nein. Scheiße. Ich hatte schon vorher gedrückt, aber er ist einfach nur einen Schritt weitergegangen. Komm, das könnte nochmal jetzt. Ey, hallo! Hallo, Schiedsrichter! Oh, danke. GZ zur Chance. Boah! Ich glaube, es gibt jetzt kein Rot vielleicht. Es gibt Freistoß, oder? Ja. Nein. Ja, komm, bitte. Bitte geh rein. Scheiß Dreck, echt. Mach. Ja, ich kann das Ding nicht halten. Scheiße, ist das zittrig. Nein. Schön, Junge. Mann, ja, ich habe ihn so daher. Ja, du Hund. Ich hab den so nach rechts gemacht, wie es nur ging. Ja, genau, hau einfach meinen Spieler um. Da schießt sich der Sach gar nichts dazu. Ja, da gar keine Chance. Rot nochmal. Nee, aber das Ding hast du gewonnen. 2-1 und du kriegst noch einen Freistoß. Lol, werde ich nochmal hochgenommen. Nein, jetzt wäre so ein schönes Tor. Ja, ein Abseits. Hä? Achso. Okay, das war's dann aber, ne? Mehr gibt's hier leider nicht. Schade, immerhin habe ich auch ein Tor gemacht. Das ist das Beste. Ja. 2-1 hast du gewonnen, 2-1 habe ich gewonnen. Beide mal ein 2-1, die kann man auf jeden Fall machen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen, ich bedanke mich auch bei dir. Ich hoffe, dir hat's Spaß gemacht. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder bei Türchen Nummer 3. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.